Ja, servus, willkommen zusammen. Heute habe ich mal wieder ein bisschen was Besonderes, und zwar einen ehemaligen Klienten, der mir gestern geschrieben hat. Lukas, magst du kurz Hi sagen? Ja, hallo an alle, die Marquards Kanal schauen. Ich habe auch immer ganz fleißig geguckt. Ich bin Lukas, schon 34 Jahre alt und war im Sommer im Juni in Frankfurt bei Marc. Genau, also das Ganze ist jetzt haben wir Oktober, Juni, Juli, August, September, so 4 Monate her ungefähr. Ja, magst du einfach mal anfangen, von dir zu erzählen und dann, warum du dich für das Coaching entschieden hast? Ja, ich habe schon, also jetzt wie gesagt, 34, bin jetzt schon seit ich irgendwann mit 19 oder 20 dieses eine PDF da, Lob des Sexismus, gelesen habe, kenne ich mich da ein bisschen in dem Bereich aus und habe dann irgendwann, weil ich war nie so super erfolgreich oder beziehungsweise immer recht na, schüchtern, irgendwann vor, ich glaube 2016, 2017 mal bei wem anders ein Coaching gemacht. Das hat damals schon was gebracht, aber hat mich auch auf eine Schiene gebracht, die mir dann irgendwann auch nicht mehr so gefallen hat. Ich habe dann 2018 eine Freundin gefunden, nachdem ich so ein persönliches Ziel für mich erreicht hatte. So ein Zahlenziel, was eh ziemlich bescheuert ist, aber das war damals irgendwie so in meinem Kopf. Da habe ich dann meine jetzige Ex kennengelernt, meine damalige Freundin. Und die war da meine Traumfrau eigentlich und bin dann auch sogar, ich weiß nicht, wie weit ihr euch jetzt ins Detail gehen, also familientechnisch sogar schon vorangeschritten. Aber wie die Sachen so sind, ist das dann auf komplizierte Art und Weise zu Ende gegangen. Und das hat ein bisschen mich, oder was heißt ein bisschen, es hat mich 2020 ging das zu Ende, hat mich sehr runtergezogen. Und ich wusste nicht, wie soll ich jetzt in dem Alter, fortgeschrittenen Alter, 30 plus, da wieder starten. Und dann bin ich 2021 auf den Kanal vom Marquardt gekommen. Und das hat mir irgendwie total gut gefallen, wie du da rangehst und deine Art, und war irgendwie auch wieder was Neues in dem Bereich. Ich weiß auch nicht, wie kann man schwer in Worte fassen, aber irgendwie hat man gemerkt, okay, da ist jemand aufgetaucht auf dem Bildschirm, der echt was auf dem Kasten hat und irgendwie vorher nicht so offensichtlich war. Und dann habe ich dich immer verfolgt und angeschaut und war schon durch die Videos so motiviert, dass ich irgendwann mal sogar auch dann wieder rausgegangen bin und dann einen, ich weiß noch, das war 2021, einen Same Day Lay dann hatte, weil ich wieder so mir das angeschaut habe, motiviert war, rausgegangen bin. Ja. Und das war allein schon durch die Videos von dir, war ich schon so motiviert. Also Und dann hat mich ab da schon Same mehr. Day Lay muss man vielleicht noch kurz erwähnen für jeden, der es nicht war. Das nennen wir Da bin so. ich also spazieren. Ja, genau, erzähl's ruhig. Das nennen wir halt sozusagen eine Frau, die man halt tagsüber kennenlernt und dann sozusagen in einem Zug, ne, mit nach Hause nimmt. Genau. Aber red ruhig. Das war so eine französische Touristin, die hat sich die Stadt angeschaut und dann habe ich dir das bisschen gezeigt und irgendwie die angequatscht erst und bin mit der 1,5 Stunden durch die Gegend spaziert und irgendwann waren wir dann bei mir und das sind halt nicht so häufige Erfahrungen oder zumindest sind das so Erfahrungen, die boosten dann schon wieder so die Motivation. Ja. Und das war allein durch die Videos und so habe ich dann echt 1,5 Jahre mir dann deinen Kanal angeschaut und mir gedacht, so, oh Mann, oh Mann, oh Mann, der kann das schon echt gut und irgendwie motiviert es mich und gleichzeitig habe ich aber selber mich nicht in die Puschen gekriegt und immer wieder, und das kam auch bei Marquardt gut raus, immer wieder mich auch runtergemacht mental, das ist glaube ich eins meiner Haupt-Sticking Points gewesen, mich mental selber runterzumachen und zu sagen, nein, du bist zu alt, nein, du bist zu hässlich, nein, es geht nicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, es geht vielen so, gefallen haben tausend Sachen, nein, diese Ja. Excuses. Und das kann man vielleicht auch Und nochmal erwähnen. irgendwann dieses Jahr im März. Du bist recht groß, ne? 1,90 oder so. Ich bin 1,95 oder so groß. Genau. Und Also normalerweise müsste man. Entschuldige? du hast auch deine Probleme mit Frauen, ne? Es gibt ja immer viele, die sagen, ja, ich mit meinen 1,70, Ja. wenn ich halt größer wäre, dann wäre das alles kein Problem mehr, sozusagen. Also Nee. das ist Schwachsinn. Ja. Nee. Das ist echt mehr Kopfsache. Also, dass ich so groß bin, das ist auch gar nicht in meinem Kopf, kommt das gar nicht vor. Das ist wirklich überhaupt nicht existent in meinem Selbstbild oder so. Und das fällt mir erst auf, wenn neben mir mein Bruder oder einer meiner Brüder stehen, die auch recht groß sind. Und dann denke ich, schaue ich immer, wow, sind die groß. Und dann fällt mir ein, ah, ich bin auch so groß. Aber dass dadurch irgendwie Mädels dann von selber auf einen draufspringen, das ist auch nicht der Fall. Und dann habe ich jetzt einen Kumpel hier, der hat ein sehr hübsches Gesicht.
und kommt auch auf Instagram gut an und auf Tinder. Und der ist 1,75, ist jetzt nicht super klein, aber macht irgendwie gefühlt keinen Unterschied, muss ich sagen. Und die Probleme sind eher mehr im Kopf bei den Leuten, glaube ich. Oder zumindest war es bei mir eher so dieser Self-Talk. Ne? Der ist schon sehr wichtig. Ja, das bei vielen, Genau, ne, ich dass bin abgeschweift. sie selber, dass sie sozusagen der größte Kritiker sind. Und ein bisschen ist es ja auch okay, aber man möchte halt nicht dahin gehen, dass man halt sich selbst fertig macht oder sich selbst runter macht. Ne? Besonders wenn man, ja, ne, also das mit dem Same Day Late zum Beispiel, das ist ja eine Sache, die die wenigsten Männer in Realität erleben. Also jemand anders, der würde sich da ein ganzes Jahr für feiern, dass er sowas gemacht hat. Ja. Ja. Früher hatte ich das schon auch zwei, dreimal vielleicht geschafft, aber wie gesagt, bei mir war so ein richtiger Break. Also nach dieser einen Beziehung, als die dann zu Ende war, da war dann erstmal komplett, war ich wirklich komplett raus. Und durch dich bin ich jetzt praktisch da wieder reingestiegen. Und jetzt kann ich ja zu dem Coaching mal erzählen, wie es abläuft. Also ich habe dann im März gesagt, ja, okay, jetzt scheiß drauf, ich mach's jetzt. Weil ich hatte mir so einfach vorgenommen, okay, du guckst jetzt nochmal selber, dass du es schaffst. Und bin aber nicht so vorwärts gekommen, wie ich mir das gewünscht habe. Und dann mir gedacht, okay, du verschwendest deine Zeit, jetzt rufst du, machst den Termin aus. Und dann war die Vorbereitungszeit mit Marquardt schon so mega krass. Also die lief ja so, dass du mir praktisch gesagt hast, okay, du gehst raus. Tagsüber, nachts machst halt, wie du es sonst machst. Aber du schreibst halt diese Field Reports. Ja. Und die schicke ich dir dann und du hast dann drüber gelesen. Und das war für mich eine krasse Motivation, dann wirklich nochmal mein Bestes zu geben, irgendwie auch zu wissen, okay, der Vollprofi, der schaut da drauf und verbessert das dann. Und die Tipps waren dann halt auch so, dass du sehr schnell erkannt hast, okay, dein Self-Talk, ja, das hast du schon im Vorfeld praktisch erkannt. Ja, Ja. und da sind halt witzige Sachen passiert. Also dann habe ich schon in der Vorbereitungszeit zum Beispiel, habe ich einen Dreier dann gehabt mit zwei deutlich jüngeren Mädels. Also Das war 18 wirklich, oder wirklich 9, oder lustig. 20 oder so, ne? Die waren 23 und 24. Die habe ich jetzt auch nochmal wieder getroffen, einfach so auf der Straße. Mhm. Und die haben sich immer noch kaputt gelacht. Ja, das war wirklich witzig. Und was war der Grund? Wieso hat das geklappt? Der Grund ist durch die Motivation, dass man wieder dass man seine Ausreden praktisch, meine Ausreden waren gekillt, weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt da Geld investiert. Ich Ja. will das machen mit Marquardt. Ich will mir auch selber beweisen, dass ich das kann. Und jetzt gebe ich nochmal wirklich alles und gebe nicht auf und höre auf, mir mit meinem Babygerede, meinem, na, ich sag's mal, böse Pussy-Gerede, mich da runterzuziehen. Ich habe da auch immer wieder dir die Field Reports schon geschickt gehabt. Ich glaube, so 10, 11 an der Zahl und Ja. auch mal so eine E-Mail. Und da hast du dann auch mich aufgebaut und mir gesagt, okay, dieses und dieses und dieses. Und allein das hat schon so viel mir gebracht, dass ich dann wirklich praktisch in eine Aufwärtsspirale gekommen bin. Ne? Also dann hatte ich diesen Dreier da, das war das eine. Die habe ich irgendwie in der Bar kennengelernt und dann einfach mit dem Wissen, okay, du gehst jetzt weiter, du ziehst es durch und auch durch die Videos von dir, wo man sieht, okay, der hat ständig Dreier, der hat ständig Dreier, das ist nicht so was Besonderes. Ja. Irgendwie dann hast du das überhaupt erstmal auf dem Schirm und wenn du das auf dem Schirm hast und das dann praktisch, du weißt, okay, das ist Realität, sowas passiert. Dann habe ich einfach die Wege so praktisch Schritt für Schritt eingeleitet und dann ist es passiert. Und dann hast du das und denkst dann so, wow, krass. Die war dann auch wirklich witzig. Also ich hatte erst Angst davor und danach habe ich gesagt, boah, das war ja mega cool. Das war wirklich cool, ja. Ja, nee, lustig. Und ich glaube, du hast noch geschrieben, da haben dich ja gerade zwei Freunde besucht oder so, die waren sozusagen im Das Nebenzimmer. war Drei so. beiden Mädels hat Da hatte es. ich drei Freunde zu Besuch und die mussten sich alles anhören im Nebenzimmer, weil zwei von denen sind homosexuell und der andere hatte eine Freundin und wollte nicht mitmachen. Und dann war die eine hier, die war so laut. Die war so laut, das war so irre. Und die mussten sich das alles anhören und am nächsten Tag bin ich aufgestanden ins andere Zimmer rüber und die haben nur so geklatscht und gesagt, Juhu! Das war so albern. Das war wirklich so albern. Aber Ja. sind halt dann so Erinnerungen, die vergisst du dann wirklich nie wieder. Ja. Im Gegensatz dazu, was nämlich mir auch wichtig ist, was ich nämlich auch nicht wollte, ist, dass ich jetzt lerne, wie ich in den Club reingehe
oder irgendwie so eine, Entschuldigung, wenn es abwertend klingt, aber so eine 0815-Person kennenlernen, weil sowas, das bleibt einfach nicht hängen, auch in deinem Gedächtnis, und es gibt dir irgendwie auch nichts. Und oder ist mit der Zeit, finde ich, sogar macht es dein Selbstwert kaputt, wenn du dich immer wieder mit zum Beispiel Leuten oder Frauen triffst. Aber wahrscheinlich geht es Frauen ebenso. Stell dir mal vor, eine Frau trifft sich immer mit Typen, die so gefühlt unter ihr sind. Ja. Die wird sich mit der Zeit irgendwie selbst total abgewertet fühlen. Und das Problem, glaube ich, das haben manche von den Leuten, die das anderen beibringen, auch. Die schnappen dann halt solche Frauen, die halt dann vom Wert, was heißt vom Wert auf, so vom Aussehen technisch oder so insgesamt eher so ein bisschen unten sind. Und wenn man das zu viel macht, glaube ich, dann da schadet man sich eher. Und das fand ich bei dir eben auch so gut, dass du gesagt hast, okay, du starte bei der Allerschönsten, wenn du zum Beispiel im Club bist, und geh dann so Stück für Stück runter. Ich weiß, und hat, ich springe ein bisschen, ne? Du kannst mich auch mit deinen Fragen anleiten, weil ich rede einfach so vor mich hin. Das hat dann nämlich auch dazu geführt, dass ich, weil ich deine Videos angeschaut habe und wusste, ich komme zu dir ins Coaching, und dann in der Vorbereitungszeit deine motiviert war, dir dann die Field Reports zu schicken, dass ich auch wirklich dann tagsüber auf der Straße echt gedacht habe, okay, wenn dann die Allerschönste ansprechen, weil wenn du von der zurückgewiesen wirst oder von einer, die dir nicht so gut gefällt, ist letztendlich das Gleiche Genau, in dann der Theorie. ja. Ja, und dir tut es auch einfach nicht mehr so weh, ne? Also wenn du halt im Club die Schönste zuerst ansprichst, dann sind die Körbe in Anführungsstrichen, die du danach bekommst. Na, ich will nicht sagen, du kannst sie vernachlässigen, aber und man weiß ja oftmals nicht natürlich, wie gut oder schlecht die Hübscheste reagiert, die man anspricht. Ne? Also ich hatte das zum Ja. Beispiel ein paar Mal, dass ich halt ewig lange prokrastiniert habe, die besonders hübsche Frau anzusprechen. Ja, und dann war sie entweder weg, ne? Und dann bin ich nicht mehr dazu gekommen oder jemand anders hat sie angesprochen, wo ich mir dachte, ja, das ist voll der Lappen und dann hat sie voll gut auf ihn reagiert und dann habe ich mir natürlich ins Knie gebissen. Und in vielen Fällen bin ich dann natürlich direkt am Anfang eben zu ihr hin, so wie ich es halt jetzt immer mache und dann reagiert sie manchmal gut und manchmal nicht, aber besonders wenn sie halt sehr gut auf einen reagiert, dann findet man es natürlich viel schöner, dass man sie halt früh angesprochen hat und das nicht ewig lange vor sich weggeschoben hat. Ja. Ja. Und dann hast du, also eine, die noch ein bisschen rausgestochen ist, war ja die Architektin, die hast du, glaube ich, auch noch in der Vorbereitungszeit kennengelernt. Das ist wirklich irre. Also ich war heute erst bei der und bin deswegen auch ein bisschen K.O. Das ist dann so ein Glücksgriff. Ja, verrückt. Das war auch in der Vorbereitungszeit, und zwar ja, bin ich durch die Motivation und dadurch, dass ich wusste, okay, jeden Tag, den ich rausgehe, schreibe ich alle oder zumindest das beste und das schlechteste Set schreibe ich auf. Ist das okay, wenn ich das so erzähle, wie du das machst, oder? Sag, wenn das zu viel ist, aber das beste und das schlechteste Set zerlegt man ziemlich genau in deinem, was in deinem, in deiner Vorlage, auch mit Ideen, und reflektiert das praktisch. Und dass ich wusste, okay, ich mache das und ich schicke das dann dem Marquardt und der schaut dann drüber, hat mich halt motiviert, regelmäßig rauszugehen und meinen inneren, ja, Versagensängste da trotzdem drüber hinauszugehen. Und dann bin ich eben mehrere Tage hintereinander draußen gewesen und bin dann in den Flow gekommen und habe auch einen recht guten Wingman, der gar nicht weiß, dass er mein Wingman ist, weil der so natural ist, dabei gehabt, und habe dann auf einer Rolltreppe am Telefon eine angesprochen, die hat mir mega gut gefallen. Also die hatte so ein Cappy auf und irgendwie war so sportlich angezogen und ein bisschen versteckt. Aber ich wusste schon, boah, die ist richtig hot. Und dann stand ich dann mit meinem Kumpel Rolltreppe hoch, hab die dann unterbrochen, dass sie ihr Telefonat unterbricht. Und die hat sofort mega gut reagiert und fand das, glaube ich, ziemlich cool. Also die fand das cool, dass ich sie unterbrochen habe in ihrem Telefonat. Und dann hingen wir da, haben da ungefähr 10 Minuten geredet. Ich hatte auch ein bisschen Social Proof von meinem Wing, weil der halt so natural ist. Der hat dann gesagt, oh ja, Lukas is great in communication und bla bla bla, and, yeah, I like this dude a lot und bla 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 bla. So haben wir dann Nummern ausgetauscht, 2 Wochen geschrieben, und dann war ich dann unterwegs, war wegen der Arbeit. Als wir uns dann getroffen haben und das erste Date hatten, das war wirklich, also die ist so genau mein Typ. Ja, also als ich die dann ausgezogen habe, habe ich so nach und nach erst alles so entdeckt, was da so alles an der dran ist. Und dann so, mein Gott,
Der Busen, unglaublich. Mein Gott, die Füße. Krass, das war so irre, dass ich irgendwann dachte, boah, ist das jetzt ein Fiebertraum, was ist hier los? Und dann ging das, und es hat nicht aufgehört, krasser zu werden. Und dann war auch noch der Sex so geil, dass ich mir dachte, oh mein, also das hätte ich so ohne Motivation, ohne dass ich wüsste, dass jemand, dass ich, dass, dass jemand mir da auch irgendwie so praktisch indirekt über die Schulter schaut, hätte ich das gar nicht so, so durchgezogen. Ja, und das ist, und die habe ich bis jetzt, also die habe ich seit ab April oder so, wann das war, bis jetzt habe ich mir die auch noch gehalten. Und das ist, da muss ich schon sagen, das ist schon Next Level für mich gewesen. Also das war praktisch auch schon ein richtiges Upgrade zu dem, wie ich das vorher mal gehandelt habe. Und da hast du mir dann auch geholfen, weil dann zwischendrin habe ich dann im Vorfeld schon die Krise gekriegt, ah ja, aber die ist so viel besser als ich und ich bin es ja gar nicht wert und bla bla. Und da hast du mich dann auch aufgebaut und Nicht mir auch Tipps sozusagen. gegeben. Die ist zu hot für mich sozusagen, ne? Ja, ich glaube, das kennen auch viele, dass wenn du, wenn du mit sehr schönen Frauen zu tun hast, dass du denkst, ah, die kann ja noch viel bessere haben, was will die denn mit mir? Oder weiß der Geier sowas. Und dann hast du mir da ein paar coole Sachen geschrieben, zum Beispiel auch, dass man mit der, dass man auch ein paar verrückte Sachen gleich machen soll, zum Beispiel irgendwo draußen Sex haben. Und das habe ich dann auch gemacht, ja, deinen Tipp. Und das hat so funktioniert, das war so, das hat der so getaugt, Ja. irgendwo da auf so einer, auf so einer Insel hier in der Nähe, im Wald, an einem Sonntagabend. Die war, also die hat danach so geguckt, das hat ihr so gefallen. Das waren halt viele so kleine Dinge, die auch dazu geführt haben, dass sie sich denkt, okay, der Typ, ja, der ist, glaube ich, bei dem, glaube ich, macht es Spaß, bei dem bleibe ich ein bisschen ja, länger mal. Und das läuft bis jetzt. Also es ist nicht ganz easy mit der, weil die schon, schon anstrengend auch, weil das kennt Marquardt wahrscheinlich besser das Problem, aber wenn die wirklich so, so, so hot sind, dann, also das muss man sich so vorstellen, dass diese ganzen, dass auch so Sportler, die so anschreiben, ne, oder dass die, wenn man mit der auf der Straße geht, wirklich jeder guckt, oder dass sie auch manche Typen einfach rufen, ey, ich will die, und was willst du mit dem? Und oder wenn ich die, ich habe dann hier eine Party bei mir zu Hause gehabt und dann hat sie sich ins Bett gelegt, dann kommt irgendein Freund, geht zu der rein, macht die Tür zu, und will dann sich an die, also ich erkläre das nur, damit man so versteht, auf welches Level das ist und was das für Probleme dann eigentlich dann auch wieder mit sich führt. Das führt tatsächlich zu so einem richtigen Stress, auch wenn man merkt, okay, ich hab hier echt Leistungsdruck, dass ich die Alte nicht zu schnell verliere. Ja. Aber das sind eher Luxusprobleme dann. Nee, also freut mich sehr und ich glaube, einmal hast du mir irgendwie geschrieben, dass sie irgendwie mal 14 Mal gekommen ist oder so, ne? Also klingt auf jeden Ja. Fall ihr sehr Da viel. war ich einen Monat weg. Soll ich das erzählen oder ist das dann zu lang? Ich weiß Ja, nicht. wenn du magst, Also ja. ich war einen Monat weg und die hat dann die ganze Zeit, haben wir halt nur getextet. Und ich kam dann wieder zurück und dann ist das Feuer entfacht, weil wir uns halt so lange nicht gesehen haben. Und die ist halt wirklich sehr, sehr, du kennst das bestimmt auch, es gibt manche Frauen, die kommen sehr schwierig und manche kommen ganz leicht. Und die, die kommt halt wirklich total einfach. Und wenn du, aber dann trotzdem und dann halt 14 Mal, das ist halt dann schon auch wieder, die hat extra dann das danach mir noch erzählt, weil sie das selber so, so cool fand, dass es so, also ungefähr 14 Mal gewesen sein muss an einem Tag. Das ist natürlich auch geil. Ja, nee, Genau. das macht auf jeden Fall Spaß und gibt einem ja auch wieder ein bisschen Bestätigung und so, ne? Aber ja, ein Freund von mir datet im Moment eine, die ist so hypersensibel und der meint auch, dass sie einfach die ganze Zeit kommt und ihm gefällt's. Ja. Das ist schön. Schön, nee, freut Und mich das sehr. war noch nicht mal alles. Also da waren ja noch andere Dinge waren auch dabei. Also eine Sache, die ich noch erzählen kann, du fragst mich, ja, ich rede einfach so vor mich hin, aber du fragst einfach, Ja, wenn du das. erzähl ruhig einfach. Also eine Sache, die ich auch richtig krass fand, die ich nicht dachte, dass das geht, nämlich eine, die ich letztes Jahr mal irgendwann kennengelernt hatte auf einer Party, die mich danach aber irgendwie hat, irgendwie ist dann ausgelaufen. Ja. Da hast du mir dann gesagt, ja, wie man die nochmal anschreiben kann auf Instagram. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Und dann habe ich die tatsächlich dann nochmal gesehen, ein Jahr später, mit deiner Anleitung. Also das sind so, das waren mehrere, schon in dieser Vorphase gab es mehrere so Momente, wo ich mir dachte, wow, krass, okay, nochmal Realität gesprengt, nochmal erreicht, wo ich dachte, ach, das geht ja gar nicht. Ja. Oder das hätte ich mir jetzt gar nicht mehr zugetraut. Ja.
Ja, ne, also dieses berühmte Ego, was man dann hat, das kenne ich bei ganz vielen Männern, dass man sozusagen dieses Nicht-Needy-Sein verwechselt mit seinem Ego und dann oftmals einfach denkt, ja, warum soll ich jetzt der nochmal schreiben? Aber da muss man einfach oft über seinen Schatten springen und zu verlieren hat man eigentlich nicht allzu viel. Ne? Genau, oder man interpretiert halt irgendwas rein, was vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht oder man denkt, dass es halt irgendeinen Grund gibt, warum sie einem nicht mehr geschrieben hat. Und eigentlich ist es ein ganz anderer, der vielleicht gar nichts mit dir zu tun hat oder so. Ja. Nee, freut mich sehr. Gibt es noch ein paar Geschichten oder so, die du vielleicht erzählen möchtest? Oder ist nach dem Coaching noch irgendwas passiert? Coaching selber, das fand ich sehr gut. Bitte? Das Coaching, beim Coaching selber fand ich, das Coaching selber fand ich sehr gut. Also bei dir, hörst du mich noch? Ist der Ja, Ton noch gut? ich höre dich noch. Hallo? Jetzt, ja. Okay. Irgendwas hängt gerade, jetzt geht's wieder. Was ich wirklich krass, ganz krass mitgenommen habe und wo ich auch jetzt im Nachhinein auch noch sehr krass vom profitiere, vom Coaching selber, das war dieser zwei, praktisch der zweite Sticking Point, Nummer eins, war ein bisschen meine negativer Selbsttalk, aber Nummer zwei war dieses, war der Augenkontakt und die Präsenz, dass man so direkt vor den Leuten steht. Und das hast du innerhalb von 2 Minuten mir gesagt. Und das ist so, so krass wichtig. Und es wäre was, das hätte ich einfach in 100 Jahren nicht gecheckt. Aber wie man da in allen möglichen Bereichen, also nicht auch in der Arbeit zum Beispiel, wie man da einfach eine Dominanz auch ausstrahlt dadurch, Ja. wie man da anders wahrgenommen wird, das ist wirklich, das war wirklich ein mega guter Tipp. Und ja, hat mich auch, der bringt mich auch im Club halt sehr weiter. Also wenn ich jetzt hier, weil das sind natürlich, ich habe schon die Ängste, ja, okay, bist schon relativ alt, was willst du denn jetzt da noch im Club rumgurken? Aber dann gibt es schon welche, wo du da gut unterwegs sein kannst, so wo die Mädels zwischen 25 bis 40 sind oder 25 bis 35. Und wenn ich dann da bin und das so mache, wie ich es dann bei dir gesehen habe, also auch mit dem da auch im Club stehen, da Augenkontakt, feste schauen und dann auch dranbleiben, nicht immer sofort gleich, wenn es nicht klappt, okay, tschüss, sondern dranbleiben, dann das läuft einfach so viel smoother und dann habe ich so einen Freundeskreis von eher Jüngeren, die alle ein bisschen jünger sind als ich und die haben mir auch nach dem Coaching immer wieder gesagt, boah, das ist eigentlich albern, aber dann sagen die so, ja krass, wenn du da, du gehst da einfach von einer zur nächsten ganz entspannt, schaust die sprichst mit denen total relaxed und ist überhaupt nicht irgendwie cringe oder irgendwie peinlich, sondern das kommt total natürlich auch rüber. Keiner von denen denkt irgendwie, was für ein Weirdo-Dude, der da eine nach der anderen belästigt, sondern überhaupt nicht, sondern geh da ganz entspannt, weil ich habe einfach dich im Kopf, wie ich dich da gesehen habe, wie du da durchgetigert bist praktisch und denke mir, ich mache das jetzt ganz genauso und das kommt allein schon eben von außen, wirkt es überhaupt nicht irgendwie Fake oder sonst was, sondern total natürlich und klappt dann dementsprechend auch gut. Also ich muss jetzt sagen, dadurch, dass ich jetzt diese Architektin da, die eigentlich so im Beschlag auch habe, dass ich jetzt im Nachhinein vier, glaube ich, also in deinem Coaching habe ich eine kennengelernt, mit der ich dann bei mir im Hotel gelandet bin und dann jetzt danach habe ich jetzt nochmal, ich glaube, es müssten ja nochmal vier Mädels gewesen sein, neue, die ich kennengelernt habe und davon waren eine von, ne, die müssten eigentlich alle, das sage ich jetzt mal lieber nicht, wenn das auf Video ist, aber egal. Auf jeden Fall habe ich die alle so kennengelernt, dass ich eben viel mehr das mit diesem Augenkontakt gemacht habe. Und auch eine Sache, wo ich noch weiß, wie lange du die Interaktionen auch mit manchen hast. Also du sagst nicht so, wie ich es bei manchen gesehen habe, so, ja, klappt da was, klappt da was, klappt da was, okay, fuck off, tschüss, sondern du bleibst wirklich dran, lässt dir Zeit. Und das hast du mit mir eben auch gemacht, dass man wirklich so das Gefühl hat, okay, der nimmt die Person auch wert oder schätzt die Person auch wert und gibt der Raum. Und das spürt auch Frauen halt sehr und wissen es dann sehr zu schätzen, auch so im Club. Ich hoffe, das macht Sinn, wenn ich das so erzähle, aber das habe ich sehr mitgenommen und davon profitiere ich stark. Bin Ja. echt froh, dass ich es gemacht habe. Also vielen Dank nochmal, Marc.
Gerne, freut mich. Nee, also hast du vollkommen recht, was du gesagt hast. Es gibt halt viele, die rennen dann einfach von der einen zur nächsten. Und na, es ist schon wichtig, dass du halt eine gewisse Präsenz entwickelst. Und das mit dem Alter aber auch nochmal ein guter Stichpunkt. Also ich bin jetzt selber auch schon Anfang 30, aber oftmals ist es einfach so ein limitierter Glaube, den man hat. Na, mein letzter Klient jetzt, ich glaube, der war 40 und hatte auch erst eine 25-Jährige vor ein paar Monaten. Auf dem Coaching haben wir, glaube ich, auch mit zwei so 18-Jährigen geredet, im Club, die offensichtlich so die Jüngsten waren. Und da denkt man dann auch wieder gleich, oh, die ist aber voll unschuldig. Aber dann hat sie irgendwie gemeint, dass sie schon Bodycount von 10 hat oder so, was man sich eher vorstellen kann in dem Alter. Aber das zeigt einen einfach nur, hey, na, nur weil sie halt ein bisschen jünger ist, muss das nicht heißen, dass sie halt total unschuldig ist. Und haben halt genauso eine Libido wie halt Frauen, die ein bisschen älter sind. Ne? Also da ist es schon schwer, dass man da nicht immer dieses unschuldige Engelchen sieht, was man vielleicht ganz gerne macht, wenn sie besonders auch noch sehr hübsch ist, ne? Sondern dass man halt auch eine gewisse sexuelle Ausstrahlung vermitteln kann. Ja. Das stimmt. Das mit dem Alter ist wirklich ein Limiting Belief, der sie nicht beweisen kann. Vorausgesetzt, man hat sich halbwegs gehalten, glaube ich. Das ist schon, wenn man jetzt total dick geworden ist und so, dann ist es schlecht. Aber wenn man sich halbwegs gehalten hat, dann habe ich das auch jetzt diesen Sommer gemerkt. Also sehr oft auch wirklich so mit 20, 21, 22-Jährigen, die sich wirklich auf dich dann einlassen, ja, und die da gar nicht so sind, so, oh, das finde ich jetzt komisch oder so, sondern es gibt ja tatsächlich mehr, als man denkt, Mädels, die das auch wirklich mögen. Also, es gibt bestimmt viele, die wollen nur junge Typen, aber es gibt tatsächlich auch welche, die finden das attraktiv, wenn der Mann schon ein gewisses Alter erreicht hat. Also, Klar, ich es meine. ist halt entspannt, weil man nimmt sich dann den Druck raus, weil man denkt, ja, okay, ich bin zu alt, ich kann das nicht mehr machen, ich kann das nicht mehr machen. Und man kann es jetzt vielleicht nicht so machen wie ein 22-Jähriger, dass man ständig feiern geht und nur so junge Hühner anspricht, aber man hat trotzdem dann noch man kann sich trotzdem noch echt ein schönes Datingleben dann schaffen in dem Alter, wenn man das klug macht, ne? Ja, ich meine, ne, man hat ja auch ein bisschen andere Sachen vielleicht zu bieten. Ne? Man wohnt nicht mehr zu Hause, wenn man jetzt nicht unbedingt mehr Student ist oder so. Und vielleicht schätzen die Frauen auch einfach das mehr an Erfahrung oder eine gewisse Ruhe sozusagen, die man halt mitbringt, wenn man halt ein bisschen älter ist einfach. Ne? Ja, sehr schön. Gibt es sonst noch irgendwas, was du teilen magst oder? Nö, jetzt spontan fällt mir gerade nichts ein. Ich habe an dich natürlich noch so eine oder andere Fragen, aber das können wir auch danach, wenn du noch Zeit und Lust hast, machen. Aber sonst wollte ich einfach sagen, dass ich dich auch schon weiterempfohlen habe an einem anderen Freund, der 36, 37 ist und der aber auch so mit sich hadert und dann so in diesen Gedanken verfällt, ah ja, ich bin zu alt, ich bin zu hässlich und so. Und dann denke ich mir so, ja, ich verstehe den Gedanken, aber damit kommt man nicht weiter. Also ich habe dir mal das schon weiterempfohlen. Ob er sich dann bei dir meldet, weiß ich nicht. Aber jeden, der das sieht, der so in meinem Alter ist und der unzufrieden ist, dem kann ich sagen, also dir kann wirklich gut geholfen werden und ich würde bin echt, ja, da echt dankbar, dass du mir da geholfen hast. Und echt hatte echt einen coolen Sommer dadurch, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig guten Sommer. Top, nee, das freut mich sehr. Also finde ich schön, dass du da so viele schöne Erfahrungen sammelst und die dann natürlich auch teilst. Und freue mich mit dir gleich noch ein bisschen zu quatschen und hoffe, dass es dir als Zuschauer viel Inspiration gegeben hat, dass Lukas einfach mal so offen von sich ein bisschen was geteilt hat. Und hier möchte ich zum Schluss einfach noch sagen, ich hoffe, dir hat es gut gefallen, was Lukas so bereitwillig von sich geteilt hat. Ich freue mich extrem, dass es bei ihm so gut läuft, dass er so gut vorwärts gekommen ist. Und falls du auch das nächste Level mit Frauen erreichen möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, bewirb dich auf meiner Website auf ein Coaching. Live-Coachings werde ich nicht mehr allzu lange machen, werde bald auf Online-Coaching umsteigen. Ich freue mich, wenn wir zusammenarbeiten, wenn du geeignet bist. Bis dann, mach's gut. Ciao.